So, und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu einer nächsten Ausgabe vom Aufstieg der Lehre. Jetzt so mit unseren Protagonisten Ardenius, Donna, Artemis, Draurim und unserem Spielleiter, dem Tim Pfister. Hallo. In der letzten Folge haben wir hier mit den Magistern und dem Lord Girard abgerechnet, mehr oder weniger. Und der Hauptmann ist jetzt gerade unterwegs, Verstärkung zu holen. Bevor wir jetzt hier weitermachen und durch diese Tür schreiten. Und, ja. Also Leute, was machen wir denn jetzt? Ich meine, wissen wir, wo es überhaupt da lang geht, durch diese Tür? Nein, aber einer der Schlüssel von Finsterlord Desire dürfte doch hier passen, oder? Sieht so aus. Ich hab's eben einfach probiert. Aber ich glaube, die Tür ging einfach so auf der Schlüssel. War das mit dem Schlüssel oder war die verschlossen? Nee, die war offen. Die war einfach offen. Ja gut, dann geht die einfach auf, wie es aussieht. Wir sollten doch noch auf den Hauptmann warten. Der wollte eine Verstärkung holen. Ich glaube nicht, dass der das so meinte, dass er dann hierhin damit wieder zurückkommt, sondern er hat gesagt, er wollte die Stadtwache zusammentrommeln. Ach so. Ja, ich glaube, wir sollten die Treppe untersuchen. Ja, dann gucken wir jetzt, was da ist und danach gehen wir zurück zur Stadt. Ich nehme mal an, sehr viel Gefahr wird uns hier nicht mehr erwarten. Wir haben die Quelle des Übels beseitigt. Oh, ich wollte sie beklauen. Oh, alles klar. Also oben am Ende der Treppe ist einfach noch eine Tür. Okay, dann... Wir schleichen trotzdem hoch. Ja. Und ich verspitze aus der Tür raus, wenn ich kann. Okay, also wir schleichen da oben die Tür raus, ja? Man kann aber auch ein Fass aufmachen, ey. Wir sind die Bierlieferung. Jetzt kommen wir so im Thronsaal raus beim König. Wäre schon fun. Lade Seegacht. Was zur Hölle geht hier ab? Warum ruckelt es bei euch auch wieder? Ja, musst du wieder reinzoomen und dann... Nee, das hilft gar nichts. Das muss... Doch. Bei mir gar nichts. Das ruckelt komplett. Ja, bei mir auch. Wenn ich hinten bei dem Tisch bin und gegen die Wand gucke, dann geht's. Aber ansonsten. Wenn ich hinten im Raum bin, geht's bei mir auch. Wenn ich nah rangehe... Also wenn ich rausscrolle, funktioniert es auch schon okay. Also ich kann nur rein und gucken, aber ich sehe nicht, ich kann mich nicht umdrehen nach den Charakteren, das geht nicht. Ich kann nur das Feuer hier quasi mir angucken, was hier im Raum ist. Das Bild ruckelt. Ja, das ganze Bild ruckelt. Halt. Das Bild ruckelt übrigens, ist sowieso, als wäre so ein Erdbeben. Ja, genau. Richtig seltsam. Okay. Wollen wir dir das mal streamen? Okay, wenn ihr, es gibt einen gewissen Winkel, wenn ihr die Charaktere anguckt und nah ranzoomt, dann geht's auch. Nee, geht nicht. Ihr könnt doch mit WASD rumfahren, ne? Das machen wir auch. Aber wir müssen von den Charakteren weggucken, damit es nicht ruckelt. Kannst du das Dach deleten oder sowas? Nee. Warte. Ich hab einen Spot gefunden. Nee, wirklich ganz nah ranzoomt und, Auf die Charaktere, beiden Schwestern, auf die beiden Charaktere da. Aber die sind so links von, also links im Bild. Ich kann nur auf diese mit dem blauen nah ranzoomen, dann wackelt das Bild nicht mehr. Aber sobald ich hab gar nichts. Geht doch mal aus dem Schleichen raus. Also ich bin aus dem Schleichen raus. Es rauchelt trotzdem. Kein Unterschied. Das ist wie bei Pendragon. Ja. Ja, genau. Ah, wenn man ganz rechts oben rausguckt, also in die Map, dann ruckelt es ganz, ganz leicht mal. Ja, aber das ist trotzdem immer noch da. Sobald man in den Raum reinguckt, wackelt es einfach nah an die Schwestern ran. Das funktioniert auch. Ja, aber das geht nur auf die. Ich kann nur auf die blaue nah ranzoomen. Sobald ich auf die gelbe gehen will, wackelt das Bild halt wieder komplett. Wenn du von links, von der Perspektive nach links, dass du die diese orangene, diese graue Vordergrund hast und die blaue im Hintergrund, so, dann funktioniert das auch. Gut, ich sehe trotzdem nichts im Kampf. Also es gibt keinen Kampf. Keine Sorge. Es hat sich ja noch kein Kampf ausgelöst. Noch nicht. Also ich bin mal so ganz off Topic. Ich glaube nicht, dass wir jetzt schon gegen die beiden Schwestern kämpfen sollen. Das wäre komisch. Ja, passt es bei allen? Gut. Ja, okay, okay, jetzt mal von dem, was wir gesehen haben. Ich glaube, hier waren jede Menge Tote und irgendwelche Apparaturen, ne? Und ein Fleischklotz. Genau, so ein fleischliches Leben ist. Das muss dieser Apparat sein, den Lord Girard erwähnt hat. Und da stehen zwei. Sind das die Schwestern, die er erwähnt hatte? Also erstmal fällt euch auf jeden Fall auf, dass das alles irgendwie so nicht wirklich zu sein scheint. Also
Es ist komplett still, so man hört gar nichts. Auch das Feuer macht keine Geräusche und so. Und alles ist halt in so einem grünen Dunst so. Okay. Also off-topic, ich glaube, wir sind in dieser Zwischendimension, aber die können uns nicht sehen. Lieber Traum. Also die können euch sehen. Oh, hallo. Guck, Luna, da sind sie. Ja, ich habe sie gesehen. Sie haben es geschafft. Das habt ihr fein, fein, fein gemacht. Wir behalten euch auf jeden Fall im Auge. Ja, ja, ja. Wir haben was Schönes für euch vorbereitet. Macht nur weiter so. Genießt die Zeit, die ihr noch habt. Okay. So. Und daraufhin verschwinden die einfach. Und alles klart wieder auf. Und ihr hört wieder was und ihr seht auch vor allen Dingen wieder andere Menschen. Ah. Jetzt kämpfen wir. Wir kämpfen gegen das Riesenviech da jetzt. Gegen Cthulhu. Achso, warte mal. Ja, irgendwas darf ich hier nicht. Okay, da muss ich es leider, dauert das einen kleinen Moment, da muss ich es nämlich einzeln machen. Weil hier gewisse Features nicht funktionieren. Das Bossmonster ist so groß, das passt leider in einem Stück nicht in den Raum rein. Nein, nein. So. Wer ist das denn? Wo kommen die denn daher? Oh, sag mir, das ich versuche gerade einen Winkel zu finden, dass es nicht ruckelt, soll das. Ja, ich finde keinen Winkel. Ich finde auch gerade sehr schwierig. Oh mein Gott. Ah? Bäh. Oh, das hat echt nicht funktioniert. Das ist ja mies. Wartet mal ganz kurz. Ich muss mal einmal hier. Das hat nicht funktioniert. Das ist ja mies. Also ich finde per se, warum ist meine Kamera, ich finde per se keinen Winkel um die Kamera, man kann auch in der Aufnahme nichts erkennen. Also es ist so wackelig. Ich habe Probleme hier irgendwie was zu sehen. Meine Kamera ist auch locked gerade. Okay, gut, dann müssen wir das hier ein bisschen abkürzen. Pass auf, dann machen wir das folgendermaßen. Die sterben alle? Nee, pass auf, ich mache hier schon mal ein paar weg von den Billo-Gegnern. Und dann müssen wir uns das halt einfach denken, dass ihr hier jetzt die drei oder vier von dem schwarzen Ring, die hier noch standen, schon abgeschlachtet hättet einfach. Okay? Damit wir jetzt hier keinen Kampf haben. Okay. Ein Spot, wo ich auch gerade die Mädels angeguckt habe, da kann ich mit der Kamera stehen, ohne dass man, dass es wackelt, aber sonst ist... Ja, 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 ihr habt euch jetzt hier durchgekämpft, das können wir so sagen, ist okay. Okay, gut. Oh, Gott sei Dank, ihr habt uns geholfen, ihr habt uns gerettet, die wollen uns da in dieses Vieh reinschmeißen. Traum guckt sich jetzt so total verwirrt um. Dieses Mädchen sitzt da komplett ängstlich. Keine Sorge, es ist jetzt vorbei. Bist jetzt in Sicherheit. Also Traurim, das muss diese Apparatur sein, von dem Lord Girard gesprochen hat. Zum Glück sind wir noch rechtzeitig gekommen, um wenigstens ein paar zu retten. Stimmt. Wir müssen sie rausbringen und in die Stadt bringen, zum Hauptmann. Ihr müsst dem Hauptmann erzählen, was ihr gesehen habt. Und was hier vorging, was hier vor sich ging. Meint ihr, ihr schafft das noch? Gibt es hier noch irgendwelche weiteren Menschen oder seid ihr die Letzten hier? Wir sind, glaube ich, die Letzten, die hier noch am Leben sind. Ja, gut, okay. Gut, versucht so gut es geht, zurück in die Stadt zu kommen und meldet euch bei der Stadtwache. Die wird sich um alles Weitere kümmern. Okay, das werden wir machen, ja. Ja, meldet euch beim Hauptmann. Er muss unbedingt erfahren, was hier vor sich gegangen ist. Hinter uns müsste alles soweit frei sein. Eigentlich müssten das die allerletzten Schergen gewesen sein, die von diesem komischen Kult übrig sind. Wir sollen da durch diese Tür, wo ihr hergekommen seid, da sollen wir gehen? Ja, genau. Nein. Nein, nein. Oder gibt es noch einen weiteren Weg raus? Wohin diese Tür hier erstmal führt. Ah, geht es von dieser Tür aus raus? Das würde mich aber wundern, wenn die hier gefangen genommen sind und das direkt in die Stadt rausgeht. Die großen Türen schwanken auf. Okay. Gut,
Ihr könnt auch einfach hier durchgehen, dann geht's schneller. Direkt da oben, oh, Treppe hoch, links geht's zum Hauptmann. Oh shit, sorry, nein, ich hab den aus Versehen angeklickt und dann hab ich den jetzt aus Versehen angegriffen. Tut mir leid. Was, wen? Den Dorfbewohner oder was? Den Dorfbewohner hab ich aus Versehen angeklickt mit links und dann hat er den aus Versehen angegriffen. Warum tut ihr das? Der war feindlich irgendwie, keine Ahnung. Man sollte vor allen Leuten hier. Wo sind wir überhaupt? Lassen wir das Mädel da drin jetzt zurück? Nee, wir nehmen das Mädel auch noch mit. Das Mädel rennt mit dem Typen mit. Ich kann ja immer nur einen kontrollieren, aber stell dich das so vor. Mensch, ach, jetzt... Oh, hier sind wir. Ja, genau, wir sind direkt hier oben. Links geht's zum Hauptmann weiter. Schicken wir noch schnell die Dorfbewohner, die Zivilisten raus. Nein, nein, die müssen erzählen. Wir müssen dem Hauptmann erzählen, was da drin vor sich ging all die Zeit. Gut, ich denke mal, die Gefahr dürfte weg sein. Ja, gehen wir zum Hauptmann. Ich habe die leeren Trankflaschen mitgenommen. Vielleicht ist das ja ein Beweisstück. Beweismittel, ja, ist richtig. Ich meine, Beweismittel brauchen wir dem Hauptmann, glaube ich, keine mehr zu geben, nachdem was er gesehen hat. Aber Meister Pendragon muss das untersuchen. Ja, gut, das stimmt. Das ist natürlich nicht gut. Also, gehen wir jetzt zur Stadtwache oder zum Meister Pendragon? Wir gehen erstmal zum Hauptmann. Oh ja, da seid ihr ja schon wieder. Herr Hauptmann. Ja. Was ist? Da, keine 50 Meter weiter. Wir haben... wie so aufgescheuchte Hühner, ey. Diese fleischige Maschine, von der Lord Gerard geredet hat. Wo sie die Tränke herstellen, ja. Genau, wir haben Überlebende gefunden. Einige komische Kultisten waren noch da und haben die verteidigt. Also zumindest hier diese Maschine versucht am Laufen zu halten. Aber wir haben sie noch ausschalten können und die Dorfbewohner gerettet, die dort noch gefangen waren. Aber es ist direkt hier ums Eck, also es ist keine 50 Meter von hier passiert. Was? In den Verliesen da oder was? Wo ja, die ganze genau. Zeit verstanden, einfach direkt da ums Eck, da die Verliesen runter. War dieser gesamte komische Apparat aufgestellt, der sich die ganzen Bewohner zu irgendwelchen Tränken gemacht hat. Und jetzt ist da alles ruhig, oder wie? Ja, das aber wir so müssen jetzt einen aus, Weg finden, diese Apparatur zu zerstören. Okay, da lasse ich meine Männer drum kümmern. Gut. Die machen das. Das klingt gut. Wir werden jetzt erstmal zu Meister Pendragon gehen und die Ingredienzien untersuchen lassen, um mehr herausfinden zu können darüber vielleicht. Was ist denn mit diesem Portalstein von Lord Girards Anwesen? Tja, wo ist denn Lord Girards Anwesen? Das ist gleich hier. Komm mit. Okay. Okay. Das ist okay, die haben Zugang hier. Und die gucken nur so, reagieren da wenig mit Worten drauf. Ist ja nichts. Ah. Junge, wie riesig diese Map noch ist. Hier ist sein Haus, aber die Tür ist halt verschlossen. Sag mal, haben wir einen Schlüssel dafür? Das sollte ich den Schlüssel dabei haben. Einen Moment. Okay. Das müsste einer der Schlüssel sein, den ich habe. Versuchst du mit dem Schlüssel, ja? Okay. Genau. Aha. Oh, der Schlüssel auch. Von Lord Girard. Genau. Ah, funktioniert. Hauptmann, kommt am besten mit rein. Wer weiß, was hier drin noch lauert auf. Hallo. Die Tür sieht aber verdächtig aus. Da muss es zum Labor gehen. Und die Tür hat ja offensichtlich ein Gesicht und redet mit euch. Und sie sagt nur ganz dumpf und ganz langsam: Passwort. Dunkelstern. Gewährt. Geil, Alter. Das konnte ich mir einfach nur merken, weil es einfach wie so ein Pony-Name klingt. Ganz ehrlich, ich hab gerade, als der gesagt hat, Passwort, ich hab gerade die Augen verschlossen, aber gedacht: Scheiße, ich hab's wirklich gemerkt. Brennt so irgendwas in der Ecke. Vor allem liegt hier jemand. Hallo? Bitte? Das ist egal. Das ist Gold. Traurim. Das ist eine ADL1-Referenz. Ja, ist doch nicht egal. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein Herold aus dem ersten Teil. Das ist ja geil. Aber, also, ist es nur ein Easter Egg oder ist der hier wirklich relevant jetzt? Wer weiß. Okay. Also, der liegt ja offensichtlich dort. Gucken Sie mal, Herr Hauptmann. Ja, ich sehe es hier, so ganz komische Sachen. Und da hinten, ist das da dieser Portalstein in der Ecke? Der
glüht, ja? Das ist gut möglich, das ist sehr gut möglich, ja. Mhm, mhm. Was, aber okay. Was hat's damit auf sich? Hat Lord Gerard hat offenbar hier Nekromantie durchgeführt. Hier sind doch irgendwelche Aufzeichnungen. Steht da irgendwas drauf? Hier ist ein Brief. Hier sind noch mehr Dokumente. Er hat ja offensichtlich sehr viele wilde Experimente gemacht. Hast du in dem Brief? Steht da irgendwas Sinnvolles drin? Also hier steht so, dass da nichts drin steht. Denke nicht, nö. Okay, Mist. Okay. Kein Beweismittel, verdammt. Er hat doch irgendwie gesagt, ich glaube, ein Beweismittel ist auch nicht mehr erforderlich, oder? Wir müssen mehr rausfinden über dieses Lied und über die Strophen und ja, genau. Vielleicht hat er mehr darüber schon rausgefunden oder Hinweise hier irgendwo, wo wir das finden können. Vielleicht weiß Meister Pendragon was darüber. Den konnte er ja nicht fragen. Der war ja offensichtlich gegen diese Mächte, oder? Ja, das ist richtig. Das stimmt. Ja, dann wäre Meister Pendragon unsere beste Anlaufstelle für uns. Oh mein Gott. Auf einmal rumpeln hier Bücher irgendwie um, weil der Elf wieder irgendwelche Sachen geklaut hat. Okay. Ich leg dir mal hin, dass das nicht so... Oh, was ist das denn hier? Oh! Das sieht ja auch düster aus, hier dieses Buch hier. Ein Buch. Welches von diesem ganzen... Ach, dieses hier direkt. Ja, das war direkt vor mir mit dem Totenkopf drauf. Das muss unbedingt zu Meister Pendragon gebracht werden. Das muss sichergestellt werden. Okay. Ui, guck mal, jetzt glänzen ganz schön viele Potions. Okay. Wo geht's denn da? In der Tür? Was ist denn da hinter der Tür? Nimmt beide Arme und greift sich einfach alle Potions aus den Regalen raus. Ja, die müssen untersucht werden, Artemis. Das ist richtig, die müssen untersucht werden bei Meister Pendragon. Ja, natürlich. Das war meine Idee dahinter. Natürlich. Was ist das? Was ist das für ein seltsames Buch? Ich kann nicht lesen. Der Pfad und die Pilgerreise von Willem Breitfort. Ich glaube, das hilft uns nicht weiter hier. Wirklich. Okay, also ich... Nun gut. Herr Hauptmann. Ja, ja. In der Kanalisation, was wir Ihnen mal erzählt hatten. Ja, ja. Dort, wo die Schmuggler und damit auch Lord Gerard paktiert haben mit den Magistern und dem Schwarzen Ring. Glauben Sie uns das jetzt? Ja, jetzt glaube ich euch das auf jeden Fall. Hier vorne standen ja auch sonst immer viele Magister, die diesen Eingang zu dem Verlies bewacht haben. Aber die sind jetzt ja verschwunden. Ja, es kann gut sein, dass die sich jetzt alle in der Kanalisation verschanzt haben. Also, dort sind ja auch ganz viele Schmuggelwaren und die ganzen Tränke, die Gerard angesprochen hat. Also, ich halte es für sinnvoll, wenn wir da mit einer kleinen Truppe da nochmal reingehen und das alles sicherstellen. Aber seid ihr sicher, dass die da in die Kanalisation geflüchtet sind? Ich meine, wenn sie es aus der Stadt rausgeschmuggelt haben, vielleicht sind sie ja dann irgendwo ganz woanders hingegangen. Das ist möglich. Was meint ihr vielleicht mit dieser Echse, die wir damals vorne am Tor getroffen haben? Vielleicht hat die was damit das, zu tun. Das weißt du nur, weil du dir die Folgen nochmal angeguckt hast. Sonst hättest du ich weiß nicht, ich muss really? Okay. Ja, ja. Okay, never mind, da habe ich nichts gesagt. Okay, also ich glaube in der Kanalisation, ich werde einmal in die Kanalisation schicken, der soll berichten, falls sich da noch Magister aufhalten. Ihr solltet mehr über dieses Lied herausfinden, weil das ist ja offensichtlich nicht eine Bedrohung, die wir aufhalten müssen. Wir müssen in diese Zwischenwelten. Dafür brauchen wir das Lied. Das ist richtig, wir müssen jetzt zu Meister Pendragon und ihm das alles erzählen, ja. Das okay. Gut, ja. Waren wir nicht eben in dieser Zwischenwelt? Haben wir dem Hauptmann noch gar nicht erzählt. Ja, was Herr Hauptmann, als wir in diesem Kerker waren mit diesem Fleischgerät, da standen zwei maskierte Personen vor uns und die haben uns angedroht, wir sollen immer nur so weitermachen und sie hätten was Böses für uns vorbereitet und dann hat sich so ein grüner Schein gelegt und dann haben wir die ganzen anderen Leute da drin gesehen, also es war im Grunde wie, als ob wir kurz in dieser Zwischenwelt gewesen wären, glaube ich, aber ich verstehe nicht viel davon. Gut, ich auch nicht, aber vielleicht weiß Meister Pendragon mehr davon. Ja, ist richtig. Genau, das müssen wir dem jetzt erzählen. Gut, dann nichts wie auch. Gut. Oh, das ist so aufregend hier. Und da können wir ja gleich mal gucken, wie es Dona geht. Ja. Stimmt.
Sockel ist wieder, nein. Direkt wenn unter Klopfen einfach rein. Nee, gar nicht mehr. Doch. Doch. Ja, wenn ich Richtung Tür gucke, ist alles Sonne. Cool. Ey, sie! Wo ist meine kleine Schwester? Die steht doch da. Oh, oh Gott, das finde ich. Donner so voll durch den Wind einfach. Donner war schon immer gut im Verstecken. Die steht da einfach einen Meter daneben. War schon immer gut im Verstecken. Ich stelle mir diese Situation gerade vor und da gibt es so einen Kameraschwenk und sie steht einfach einen Meter daneben. So. Null. Okay. Ah, schön. Ah, da seid ihr ja wieder. Und habt ihr etwas herausbekommen, herausgefunden in der Kanalisation? Also. Der hat sich gerade seine Pornohefte unter den Tisch gesteckt, der gerade frisch. Das sollte eigentlich ein Huster von einem alten Mann sein. Okay, also. Ich kann gerade nicht, ey. Also, wir waren in der. Okay, jetzt muss ich ganz von vorne anfangen. Wir waren in der Kanalisation und haben gegen so eine seltsame Zeitmaschine gekämpft, die offenbar von dieser Zeitmacht angetrieben wurde, von der sie gesprochen haben. Und danach haben wir einen Weg durch die Kanalisation ins Hauptquartier der Magister entdeckt und haben dort. Und haben dort Lord Girard gestellt, der sich als Finsterlord Desire zu erkennen gegeben hat. Und er wollte uns töten, aber wir konnten ihn besiegen. Und als er im Sterben lag, wurde er wohl von einer Art Fluch befreit. Und er hat uns dann noch vieles erzählt. Ich hoffe, ich krieg das jetzt noch alles zusammen, Freunde. Also, er sagte, er habe sich zwingen lassen von Schwestern, die in einer Art Zwischenwelt leben, diese Zeitmacht anzueignen. Und er war auf der Suche nach so einem Lied mit einer bestimmten Melodie, einem bestimmten Text, um in diese Zwischenwelt zu gelangen, aber er fand keinen Weg. Und dann war noch dieser Stein, dieser Teleportstein zu einem Wächter und ich krieg's nicht mehr zusammen. Ja, das ist eigentlich ziemlich gut zusammengefasst. Und jetzt, er hat uns gesagt, also bei den Magistern hier im Kerker, da war so eine seltsame Fleischapparatur, die Menschen geopfert hat und daraus spezielle Tränke zu erstellen. Die Tränke, von denen wir ihnen bereits schon erzählt haben, die diese grauenvollen Kreaturen getrunken haben, um noch viel mächtiger zu werden. Das ist hier drin alles in dem Magisterquartier, in dem Kerker da drin gewesen. Können Sie sich alles angucken. Dann sind unsere schlimmsten Befürchtungen wahr geworden. Ich erinnere mich an die Drillinge. Es waren zwei Schwestern und ein Bruder. Genau, die hat er erwähnt. Ich erinnere mich nicht mehr an ihre Namen, aber sie waren damals schon sehr, sehr machthungrig. Sie waren mit mir zusammen an der Akademie damals, vor 53 Jahren. Und sie müssen irgendwie die Chance genutzt haben, bei den Ereignissen, die damals mit der Lehre stattfanden, um diese Mächte für sich nutzbar zu machen. Das ist äußerst gefährlich. Und jetzt erzählt ihr etwas von einem Teleportstein. Verstecken Sie sich in den Zwischenwelten also, ja? Und da wollen Sie jetzt hin. Genau. Um sie aufzuhalten, sagte Lord Desire, beziehungsweise Girard meinte, um sie aufzuhalten, müssen wir einen Weg finden, zu ihnen zu gelangen, in diese Zwischenwelten, ja. Genau. Und dafür benötigen wir aber ein spezielles Lied und mit einem speziellen Text und einer speziellen Melodie. Und die hatte der nicht finden können und die brauchen wir jetzt ganz dringend. Und der Hauptmann meinte, sie könnten vielleicht was darüber wissen. Ich weiß davon, ja. Was ist denn, und ihr braucht dafür auch noch einen Teleportstein. Guckt jetzt so zu den anderen. Ja, den haben den, wir, glaube ich. Den haben wir gefunden in Lodgirats Anwesen, aber... Ach, den hatte er schon. Genau, den hatte er bereits. Der ist direkt in seinem Anwesen hinter einer Geheimtür gewesen. Aber wir konnten ihn leider nicht mitnehmen. Der steht da noch. Ja, der wird da auch magisch gesichert sein. Ihr müsst mit dem Lied zu dem Teleportstein zurück und darüber dann... Ihr werdet zum
zum Wächter der Zwischenwelten müssen. Nur er kann euch durchleiten. Genau, das. Ja, das hat er auch erwähnt. Genau. Richtig. Mhm. Und ihr braucht das Lied. Das ist ganz klar. Ich weiß nicht, wo man das findet. Aber die Sache ist halt auch, diese Schwestern, wir glauben, dass diese beiden Schwestern uns schon vorhin begegnet sind in einer Art Vision oder so. Und die sagten, wir sollen nur so weitermachen und sie hätten was für uns vorbereitet. Also vielleicht ist das auch alles nur eine riesige Falle, in die wir reintappen könnten. Oder eine leere Drohung. Auf jeden Fall müssen wir dieses Unheil abwenden. Das stimmt. Es könnte auch eine Drohung gewesen sein, ja. Das ist richtig. Wir müssen alles daran setzen, dieses Übel aufzuspüren und abzuwenden. Aber wir wissen nicht, wo wir anfangen müssen. Wir müssen das Lied beschaffen. Ich weiß nicht, wo es zu finden ist, aber ich kann mir vorstellen, dass Rana weiß, wo es zu finden ist. Sie ist eine Exilantin, wenn man so will. Sie führt die Piraten an der Küste an. Und die wissen, wo so... Also ich könnte mir vorstellen, dass die wissen, wo so etwas zu beschaffen ist. So, das Problem ist, dass das Dorf der Piraten an der Küste, niemand außer die Piraten selber wissen, wo dieses Dorf zu finden ist. Aber es gibt einen Leuchtturm und einen Leuchtturmwärter. Und es wird gemunkelt, dass dieser Leuchtturmwärter, dass der zu den Piraten gehört und wissen könnte, wo sie zu finden sind. Ja, erinnert ihr euch noch, als wir damals in Brackweiler diesen beiden Herren da begegnet sind, dem Gentleman Trokat, der hat doch davon erzählt, von diesem Piratennest. Weißt du, die nicht so gut davon gekommen sind? Ja, die uns provoziert und angegriffen haben. Ja, die. Natürlich, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern, als wäre es gestern. Also ich würde dort anfangen zu suchen. Geht zum Leuchtturm und guckt, ob ihr herausfinden könnt, wo sich das Küstendorf der Piraten befindet. Ja, gut, machen wir. Einer von uns hatte noch so einen Trank und noch so ein Buch gefunden. Wir wollten das vielleicht zur Inspektion hier bei Ihnen lassen. Sie haben ja gesagt, Sie können die Tränke untersuchen hier in Ihrem Alchemielabor. Ja, sehr gut, ja. Hier ist auch so eine Flasche. Adenio, ihr hattet doch dieses Buch aus dem Labor von... Ja, ich hatte noch ein Buch gefunden, das auf jeden Fall mit Nekromantie zu tun hat. Wir könnten damit ohnehin nichts anfangen. Vielleicht hilft das irgendwie weiter. Das ist dunkle Magie. Okay. Ich werde mich sofort dran machen und gucken, ob ich irgendwas herausfinden kann, was hilft. Aber ihr müsst das Lied beschaffen. Hatten wir nicht noch so einen Trank gefunden? Also so einen vollständigen Trank mit dieser Macht? Shit. Okay, ich dachte, wir hätten das irgendwie bei ihm abgezogen da irgendwo. Ich werde gucken, was ich mit dieser leeren Flasche anfangen kann. Ich werde auch rübergehen und mir das Ganze dort mal vor Ort angucken. Ja, aber nehmen Sie ruhig eine Wache mit. Das könnte gefährlich sein. Okay. Aber ihr müsst das Lied, wir müssen sie aufhalten. Wer weiß, was die vorhaben. Ja, die wollen die ganze Welt garantiert ins Unheil stürzen. Ja, wir machen das. Gut. Okay. Ne, schönen Tag noch. Ich zeichne euch den Leuchtturm auf der Karte ein, damit ihr ihn finden könnt. Sehr gut. Danke. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Schönen Tag noch, danke. Ich habe gerade erfahren, dass die ganze Welt untergeht. Adenius? Ja? Du hast Pyrokinetik, oder? Ja, nein. Nein? Scheiße. Nein, scheiße. Okay, ich habe euch den Leuchtturm auf der Karte eingezeichnet. Ich könnte ihn jetzt finden und dahin gehen. Ja, danke. Danke, Mann. Schönen Tag noch, ne? Ja, danke, Brudi. Danke, Inshallah, Alter. Ich küsse dein Auge. Oh, dumm, Alter. Oh Mann. Okay. Gut. Ich hab's wieder. Geht weiter. Okay. Also, ich will ja nicht gierig klingen. Vielleicht können wir noch zur Stadtwache gehen und uns den Rest von den Rest Gold abholen von unserem Auftrag. Ja, ist richtig. Wir brauchen neue Ausrüstung.
Nein, nein, er hatte wirklich ein wahres Wort. Wir brauchen dringend neue Ausrüstung, wenn wir uns diesen Gefahren stellen müssen. Das wird der Hauptmann einsehen. Das stimmt. Wir haben zwar die Konfrontation mit Lord Girard überlebt, aber auch wirklich nur um einen Hauch. Überlebt. Wir brauchen vor allem neue Wiederbelebungsschriftrollen. Herr Pendragon, haben Sie da zufällig noch welche auf Lager? Wir sind Großabnehmer. Großhandel. Wir fahren einmal kurz zu Ikea. B2B. Kriegen wir nicht so industrielle Rabatte? Auf Mengenrabatt, ja. Ja. Also eine Wiederbelebungsschriftrolle braucht ihr, ja? Ja, oder 10 oder so. Also ich kann euch noch eine geben, die ich hier noch in meinem Schrank liegen habe. Oh, ich habe was. Das hilft auf jeden Fall. Das ich hilft, meine, ja. Gibt es vielleicht jemanden, der Donna eine Art Wiederbelebungszauber sogar beibringen könnte? Das ist schwarze Magie. Ein Wiederbelebungszauber, das ist dunkle Magie. Wiederbelebungsschriftrollen? Nee, Wiederbelebungsschriftrollen nicht, aber selbst die Toten wieder zu erwecken. Aber irgendwer macht ja auch die Schriftrollen. Ja, irgendwer. Wir müssen zum Schriftgelehrten gehen. Ja, verstehe. Ja, okay. Und können wir uns nicht blicken lassen, Lun. Das ist richtig. Wir ziehen ihn wieder übers Ohr. Nein, wir müssen nochmal zum Hauptmann. Dankeschön, Meister Pendragon, bis hierhin, sobald wir neue Erkenntnisse haben, informieren wir sie natürlich umgehend oder schicken einen Brieffalken oder so. Okay. Ja. Gut, dankeschön. Freunde, vielleicht wollt ihr euch hier nochmal bei den Magiern nochmal was beibringen lassen, eine neue Fähigkeit oder so. Oh, ich glaube, das könnte teuer werden ab jetzt. Ja, wir sollten erstmal zum Hauptmann gehen. Ja, okay, lass erstmal zum Hauptmann gehen. Ja, ist richtig. Ich glaube, richtig. Wenn wir schon Geld ausgeben, wäre das in bessere Ausrüstung aktuell besser investiert. Das stimmt, hast recht. Genau, wir haben ja noch so viel Kram, den können wir ja auch noch verkaufen, das würde ich aber offscreen machen. Und dann können wir ja nochmal gucken, dass wir da nochmal irgendwie was handeln und Herr Hauptmann! Ja? Guten Tag, Herr Hauptmann. Wir haben gerade nochmal mit dem Meister Pendragon gesprochen. Und wir werden uns jetzt aufbrechen, die Stadt verlassen und nach diesem Lied suchen, ja. Und Sie erinnern sich ja noch an die Stelle, die Sie ausgeschrieben haben, um den Schmugglerring zu infiltrieren und auffliegen zu lassen, richtig? Ja. Das haben wir ja jetzt erledigt und wir dachten, wir fragen nochmal nach, ob Sie uns da eine kleine, die Belohnung auszahlen, damit wir uns auch für dieses Abenteuer besser rüsten können. Die 2500 Gold, die noch fehlen. Genau. Ich kann euch gerne das Gold geben, auf jeden Fall. Ich könnte euch aber auch anbieten, alternativ zum Gold, euch eine ganz niegelnagelneue Rüstung aus unserem Arsenal zu geben. Also jedem von uns, oder wie? Nee, ich habe eine davon. Also wir schwimmen hier nicht im Geld, das Budget ist ziemlich knapp. Aber es ist eine nagelneue Rüstung, die ziemlich gut ist. Sollten wir das annehmen? Das hört sich nach etwas Guten an. Dann müssen wir nicht den Umweg über den Schmied nehmen. Ihr könnt ja selbst entscheiden. Schaut sie euch einfach an. Ja, gucken wir die uns einfach mal an. Werf mal kurz einen Blick drauf. Sind es die besten Werte überhaupt? Aber die sind total hässlich an traurigem Außengucker. Sagt nein. Nee, die sieht genauso aus, aber die hat insane Werte. Ja? Die hat 60 physische Rüstung, 25 magische Rüstung. Und die ich bis dato hatte, hat 25 physische Rüstung und 4 magische Rüstung. Wie? Also, ja ich würde die schon gerne, ich würde die schon gerne nehmen und dann würde ich halt noch ganz viel Kram verkaufen. Und dann haben wir genug Geld, um für euch noch auf jeden Fall Ausrüstung zu kaufen. Was hast du denn alles im Inventar? Ich habe viel inspiziert, ja. Das ist alles Untersuchungsmaterial. Dankeschön, Herr Hauptmann, wir nehmen die Rüstung. Okay. Gut. Dann machen wir das so. Ich schick dir auch mal ein paar Sachen zum Verkaufen, ne? Eine Sache noch, Herr Hauptmann. Die Lage macht es wohl erforderlich, dass wir nochmal Schriftrollen kaufen. Aber höchstwahrscheinlich wird uns der Schriftrollenhändler immer noch des Diebstahls bezichtigen, den wir damals nicht begangen haben. Und gibt es denn hier noch irgendwo andere Alternativhändler, um Wiederbelebungsschriftrollen zu kaufen? Oder können Sie ein gutes Wort für uns einlegen? Ja, können Sie ein gutes Wort für uns vielleicht einlegen? Tja, das wird ihn, glaube ich, wenig interessieren. Und nein, wir haben hier einen Schriftrollenhändler. Aber das Schicksal der Welt liegt doch jetzt in Ihren Händen, Herr Hauptmann, Herr Haron Darankara. Ich glaube, das wird dem relativ egal sein, also...
Aber ihr Wort hat doch Gewicht in der Stadt. Deine Mutter hat Gewicht in der Stadt. Oder ich geb ihnen das Gold und sie kaufen die Schriftrollen im Zweifel, wenn es sein muss. Aber wir brauchen dringend mindestens noch 4-5 weitere Wiederbelebungsschriftrollen, sonst können wir die Welt nicht retten mit ihrer Hilfe. Okay, ich besorge die Schriftrollen. Okay, gut. Ich guck, wie viel er hat und besorge die. Und dann können wir die kaufen dann. Genau, gut. Ja, das klingt gut, Herr Hauptmann. Dankeschön. Ja. Okay, gut, dann gehen wir erstmal runter in die Stadt zum Schmied, rüsten uns aus und dann würden wir nochmal zu Ihnen kommen. Ist das okay? Das ist okay. Gut, dann Während der Konversation traurig einfach mit Gegenständen zugeschoben wurde. Der hält so rechts und links seinen Arm so mit dem Beutel offen und redet so trotzdem zum Hauptmann und Donner wirft da Zeug rein und so. Okay, gut. Jungs, wir sind auf einem guten Weg. Guter Weg sind wir. Sehr guten Weg, ja. Jetzt kann ich wirklich mal was wegtanken. Nice. Artemis, bleib mal kurz stehen. Ich glaube, ich habe da vorhin letztens in den Quartieren von Lord Girard sogar was gefunden, was für euch zumindest halbwegs brauchbar wäre. Schaut mal, ob ihr damit was anfangen könnt. Das ist ein Ring, der, glaube ich, der Gaunerei etwas zugute tut. Stimmt, Ringe habe ich noch gar keine. Und Gürtel fehlt mir auch noch. Habe ich auch keine, aber ich dachte mir, so Gaunerei bringt mir überhaupt nichts, von daher ist der... Nee, ist schon richtig, ist nur gerade eine Erkenntnis, die ich gesammelt habe, dass mir so ein Kram auch noch fehlt, also ich sollte da auch mal, ne? Ja, wirklich, Ringe, Amulette oder sowas, da könnte man wirklich mal Ausschau halten. Aber also, jetzt mal, dieser kalradischer Brustpanzer, kann denn vielleicht noch jemand von euch tragen? Also ich meine, der bringt ja schon ziemlich viel Rüstung, bevor ich den jetzt verkaufe. Nützt den vielleicht jemand von euch? Wer hat den jetzt aufgesammelt? Donner hat den jetzt aufgesammelt. Ich will nur wissen, ich kann den gar nicht hier gucken. Ich möchte nur mal gucken bei Donner im Inventar. Stärke 11, ich könnte ihn, aber mir würde er nicht wirklich was bringen. Ja, du hast ja letzte Runde eine Robe bekommen. Ich habe meinen hübschen neuen Mandel. Also das Ding ist, ich habe einen Ring, der gibt mir +1 auf alles. Also auf alle Skills und auf alle Attributes. Also weiß ich nicht, ob der Ring, den ich jetzt habe, besser ist. Es geht also um die Rüstung, die du gerade eingesammelt hast. Kannst du bitte... Ja, die kann ich besser gebrauchen. Achso, du willst die eh nicht. Okay, na dann verkaufe ich die. Ja, ich weiß es halt. Also, obwohl, drop die nochmal. Wie viel Physical Armor und Magic Armor hat die? 25 physische, 4 magische Rüstung. Na gut, ich habe halt 12,8. Aber ich habe schon allgemein ziemlich wenig Magic Armor. Na gut, aber durch den Ring, den du jetzt bekommen hast, würdest du ja noch mehr magische bekommen. Ja, aber dann müsste ich den anderen hier ausziehen, den ich hier im Inventar habe. Ja, du kannst doch 2 Ringe tragen. Ach so, true. Das habe ich gar nicht gecheckt. Ja. So ist das. Ja, dann mache ich mich mal nackig für euch. Okay. Bin ich mal gespannt, wie das Ding an dir aussieht. Das ist so, weiß ich auch. Oh, wow. Der beste Brustpanzer, den ich je gesehen habe. Ich bin geschützt, Jungs. Ich bin bereit. Oh Mann. Das sieht an den Elfen so komisch aus, die Sachen. Ey. Ja, der hat einfach nur einen gepanzerten BH angezogen, der Typ. Ah, Junge. Ach du Scheiße. Mir wächst einfach was, wenn ich mir einen Helm aufsetze. Vor allem das Allerbeste ist, guckt euch mal um. Sein Rücken ist besser gepanzert als die Vorderseite. Ist es so ein französischer Plattenpanzer oder was ist das? Tja, das ist wie bei Frauen, ne? Je weniger die tragen, desto besser ist die Rüstung, logisch. Also das Ding ist, ich habe hier im Inventar, weiß ich nicht, ob ihr vielleicht mal kurz gucken wollt, ich habe diesen lilanen Dolch und im Moment habe ich den blauen Dolch drin. Ne? Mhm. Der lilane macht zwar ein Damage mehr, aber ich verliere dadurch nicht eine Finesse, wenn ich das Ding anziehe. Das ist eigentlich nicht worth it, oder? Nee, dann behalt den Finesse-Punkt, ich wollte gerade sagen. Dann gebe ich dir den anderen einfach mal, ja? Ja, gebt mir, wie gesagt, alles, was ihr verticken wollt, auch Donner, du, also hier. Also, und. Kannst du auch die Lederrüstung des Krieges dann verticken, ne? Ja, dann gib mir die halt wieder zurück. So. Wie gesagt, werft alles in mein Inventar und ich werde das dann alles verticken. Und gucken, wie viel Geld da rauskommt und das können wir dann das Budget durch 3 teilen und dann kann sich jeder von euch dann mit dem Geld dann Ausrüstung nochmal richtig fett kaufen. Tränke, Waffen, keine Ahnung, was auch immer ihr wollt. Gibst du mir nochmal die Rüstung zurück oder willst du die jetzt behalten? Ich hab sie dir gegeben. Nee, du hast die Rüstung noch an bei mir. Nee, die andere. Ach, du willst die behalten jetzt? Ja, würde ich sagen. Ach so, ja gut, okay, ja gut. Gut, ist ja gut. Ich dachte, du willst die zurückgeben. Nee, passt ja. Nee. Sieht auch ganz lustig aus, oder? Wenn ich überall körperfrei hätte, ich glaube.
Also du bräuchtest wenigstens noch sowas wie einen Umhang oder so, damit das nicht ganz so komisch aussieht. Ja, aber das geht halt nicht, ne? Das ist ja echt doof. Ich kann mir noch einen Helm aufsetzen. Der schaut wirklich gerade aus, als wäre er Teil von so einer Elfen-Boy-Group. Naja. Okay. Achten wir nicht aufs Äußere, sondern eher auf das Nützliche. So, das heißt, wir können dann später noch Wiederbelebungsschriftrollen vom Hauptmann kaufen. OC weiß gerade zufällig jemand, wie viel da so ein Ding kostet. 100 war es, ne, oder? Ja, ich glaube, 100 hat es gekostet. Ich glaube, und es ist auch die Frage, wo wir Schmuck und Ringe herbekommen, ne? Ich glaube, da haben wir in der Vergangenheit ohnehin nicht viel gefunden gehabt. Ja, das stimmt. Doch. Von dem, den wir auch ausgeraubt haben, hier vorne. Von dem, den wir auch ausgeraubt haben. Hier, der hier vorne. Von ja, dem ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ja, ja. Du meinst Ausraubopfer B, Oh Mann. Oder den, ich weiß nicht wer, aber ich glaube, Traurim ausgeraubt hat. Okay, also ich kann ja alles bei dem Buchhändler theoretisch verticken, oder? Das interessiert dir ja nicht, die Preise. Das weiß ich nicht. Kommt drauf an, wo du wahrscheinlich die besten Points mit hast, oder? Naja, die Frage ist jetzt, ist der Händler egal? Nimmt jeder alles zum selben Preis oder muss ich zu den jeweiligen Händlern gehen, um die jeweiligen Artikel zu verkaufen? Also, jeder Händler nimmt alles zum gleichen Preis. Okay, gut. Nee, weil dann hätte ich sonst sagen müssen, ich bringe die Waffen zu dem Schmied und die Bücher zum Buchhändler und so Zeug. Nee. Da kann ich das ja, lassen. Jetzt muss ich noch kurz den ganzen Kram hier speichern, den ich nicht verkaufen will. Das dauert noch einen kurzen Moment. Sekunde. Boy. Ihre Trankflasche. Okay, weil ich will natürlich nichts verkaufen, was wir irgendwie noch brauchen können. Oh, shit. Okay, das speichere ich noch. Achso. Wollen wir die ganzen Finesse, also die ganzen Potions auch noch verkaufen? Da habe ich auch noch ein paar von. Nee, die würde ich behalten. Weil die bringen uns doch Abilities und also ich habe hier so Verstandstrang, ja, plus drauf Verstand, physische Rüstung, die können uns irgendwann nochmal nützlich sein. Also die würde ich nicht verkaufen. Okay. Die würde ich nicht verkaufen. Tja, Buch, Bettlaken. Ich glaube, jetzt habe ich eigentlich alles soweit. Warte, ich habe ja noch eine Giftflasche, die kannst du noch benutzen. Gut. Okay, gut, ich vertick das jetzt alles bei dem. Bin ja mal gespannt, wie viel Gold das jetzt bringt. Oh nein, ich will hier nichts klauen. Hallo? Ich kann den Buchhändler nicht anklicken. Ah, jetzt. Okay. Wie war das jetzt? Ich muss jetzt einfach nur alles da irgendwie reinziehen. Wie geht das? Kannst aber draufklicken. Ja, dann, ich will ja nicht alles einzeln da reinziehen. Ach, alle Waren anbieten. Nee, jetzt... Hä? Aber jetzt bietet der explizit alle Waren an, die ich extra abgewählt habe. Ach so, vielleicht ist es andersrum. Och, nö. Also die, wo das Handsymbol drauf ist, die behältst du. Nee, die hab ich jetzt reingelegt. Das ist anscheinend andersrum. Ich muss die abwählen, anwählen, die ich halt weg haben will. Wenn ich auf dieses alle anbieten gehen will. Echt? Ja. Ich muss es genau umgedreht machen, weil wenn ich auf dieses Handsymbol klicke, dann wirft er genau alle Sachen rein, die ich gespeichert habe, die ich eigentlich nicht geben will. Ja, muss ja nur alle Sachen einmal durchgehen, das Zeichen umändern. Ja, okay. Das kann jetzt einen kurzen Moment dauern. Da pausiere ich kurz die Aufnahme, weil ich glaube, das will keiner sehen. So, weiter geht's. Ich habe jetzt gerade alles hier groß verkauft. Das Inventar ist jetzt weitestgehend leer. Wir haben jetzt 3700 Gold. Wir sollten jetzt genau überlegen, was wir jetzt damit machen. Da ich jetzt eine neue Rüstung bekommen habe, schlage ich vor, dass wir das Gold jetzt irgendwie... Also, dass wir 700 behalten als Reserve und 3000 teile ich jetzt unter euch auf. Also, jeder von euch kriegt jetzt 1000. Ich will erstmal gucken, wie teuer die Spells sind für die beiden. Was denn für Spells? Ja, der letzte wird 1500. Ach so, du meinst, du willst bei den Magiern da oben nochmal dich... Nee, ich nicht, sondern die beiden, weil ich glaube, das, was ich haben möchte oder was ich lohne von dem Typen hier drin, kostet eh zu viel. Okay. Also es kostet 1,7 oder 2,5 und das lohnt sich nicht. Dann können wir vielleicht 1,5 für beide Magier benutzen. Ich glaube, für Zauber bin ich erstmal zufrieden, aber ich würde mich gerne mal nach so Sachen wie Schmuck halten oder neue Gürtel, neue Handschuhe, neue Schuhe, etwas in der Richtung. Ja, dieser vermummte Kerl in der Taverne, der hatte doch so einen Kram, oder? Ja, aber nur für Finesse-Sachen, glaube ich. Weißt du das noch? Ja, also du kannst auch mit der Kamera da kurz reinsteuern und einmal auf Trade drücken. Nee, das sollten wir ja nicht. Also um nachzugucken, was der kann, ist das ja fein.
Aber ich würde mal wirklich sagen, da das wirklich ein Schurke ist, also ein Diebeshändler, ich glaube, das ist alles Finesse-basiert. Ich glaube, das ist er, der hier hinten. Ja. Ja, ist es ja auch, aber wir müssen eine Alternative finden, weil der Dude handelt ja auch nicht mehr mit uns, genau? You know? Doch, klar. Nein, der hat uns rausgeschmissen. You remember? Also mich nicht. Na, dann kannst du ja dein Glück versuchen bei dem. Dich hat er als allererstes. Ich stand draußen. Du musstest draußen warten, weil du den Laden nicht mehr betreten durftest. Deswegen standest du draußen. Ich stand draußen. Ja. Okay, also ihr habt jetzt alle 1000 Gold von mir bekommen, das ist jetzt euer Budget, macht damit, was ihr wollt. Kauft Ausrüstung, Fertigkeiten, keine Ahnung, macht damit, was ihr wollt. Ehrlich, 1000 Gold ist sehr wenig, um irgendwas damit anzufangen auf Level 8. Ja, aber irgendwas müssen wir ja jetzt machen, bevor wir jetzt auf... Ich gebe meine 500 Lizzie und 500 Athenius. Also wieso müsst ihr jetzt was machen? Naja, wir sollten uns ja jetzt schon bestmöglich ausrüsten. Wir wissen ja überhaupt nicht, was uns erwartet und je mehr Spruchrollen wir haben und so. Vielleicht finden wir unterwegs auch noch Händler außerhalb der Stadt. Naja, gut. Wie gesagt, macht mit dem Gold, was ihr wollt. Also das vielleicht jetzt... sollten wir Donner trotzdem nochmal versuchen, irgendwann Spell oder was weiß ich. Wo ist Donner eigentlich hin? Ich stehe vor der Tür von dem Händler, wo wir nicht mehr rein dürfen. Oh, das könnte jetzt lustig werden. Okay. Wir suchen einfach mal nach Donner und nehmen einfach mal an, dass wir es in die Richtung haben rennen sehen. Sehr viele Richtungen gibt's ja hier nicht. Klopf mal an der Tür. Ja, Kundschaft herein. Hallo. Sie? Nein, sie nicht. Sie haben hier nur raus aus meinem Laden. Von euch Gesindel habe ich genug, was ihr gemacht habt. Klauen und stehlen, los. Los, runter von meiner Schwelle. Ich rufe die Stadt. Also ich habe bei ihnen niemals was gestohlen. Raus, aber die gehört alle zu der gleichen schäbigen Bande da. Alter, sie können doch nicht alle über einen Kamm scheren. Jetzt raus hier. Ich stell mich doch nicht auf eine Stufe mit diesem langbeinigen. Stadtwache! Elfen. Stadtwache! Also, die gehen einfach irgendwo anders handeln. Donner, komm raus. Donner, wenn er unser Geld nicht haben möchte, dann lassen sie es einfach. Ihr müsst mir auch nicht immer so am Arsch kleben. Ich möchte nicht unbedingt immer mit euch in Verbindung kommen. Was ist hier los? Ja, diese Leute, die haben mich hier wollen mich und die Schriftrollen. Ich will, dass sie den Laden verlassen. Hier, meinen Laden, die wollen nicht gehen. Und die Stadtwache guckt dich jetzt nur so an, mit den Händen so in die Hüfte gestemmt. Oh ja, ich verstehe schon. Aber es ist nicht fair. Aber ich will nichts mit euch zu tun haben. Wir retten die ganze Welt und der alte Grießkram will nichts mit uns zu tun haben. Nein, ich glaube, für den zählen eher weniger seine persönlichen Sachen hier in dem Laden als irgendwas anderes. Tut mir leid, aber wenn er nicht will, dass ihr da drin seid, dann... Aber wir hatten was mitgenommen gehabt. Keiner. Ja gut, dann suchen wir einen anderen Ort, wo wir unser Geld loswerden können. Und sollte die Stadt mal untergehen, wissen wir zumindest, bei welchem Gebäude wir nicht nachschauen, um jemanden zu retten. Ja. Also okay. Ich würde trotzdem sagen, vielleicht wollt ihr nicht mal zu dem Hydro und Aromancer und ein Skill mehr. Kannst du bitte auf Deutsch reden? Ja, Wassermagier und Luftmagier. Ja, danke. Die heißen Hydro und Aromancer. Ich könnte zumindest mal fragen, ob es noch irgendwas ist. Ja, oder ich gehe in der Zwischenzeit beim Hauptmann die Spruchrollen, die Wiederbelebungsspruchrollen. Na gut, kaufen. Dann gehen wir eh alle in die gleiche Richtung. Das ja, genau, das passt. Ich habe euch beiden jetzt übrigens meinen Anteil einfach mal aufgesplittet, ne, damit ihr vielleicht ein Spell auch kriegt. Also Athenius, nicht Donner. Boah, ich hoffe, dass so eine Schriftrolle echt nicht mehr als 100 Gold kostet, ey. Ich weiß nicht, so an Equipment und so habe ich für mich jetzt noch nie so richtig geilen Stuff gefunden. Ja, du hast doch diesen geilen Stab. Ja gut, den haben wir gekauft, das stimmt, der ist ziemlich nice. Hallo, Herr Hauptmann. Okay, machen wir erst das. Hallo, ich war beim Schriftrollenhändler und hab die Schriftrollen gekauft, die er hatte. Ihr könnt die jetzt von mir einfach kaufen. Oh ja, perfekt, wunderbar. Der Händler ist beschäftigt. Gleich den nächsten Auftrag reingeben und sagen, dass er beim Gemischtwarenladen vorbeischauen soll, ne? Nee, passt schon. Wir finden außerhalb. Alter, was? Der hat nur 2 und eine kostet davon 576. Nein, die kosten zusammen 576. Nevermind, habe ich nichts gesagt. Nicht vorher irgendwie 100 irgendwas gekostet? Nee, ich habe nichts gemacht an dem Preis. Das ist der Preis, den er auch vorher gekostet hat. Was?
Kein Wunder, dass wir die damals stehlen wollten. Was haben Sie gesagt? Er hat nur laut gedacht, mein dummer Kollege. Das macht's auch nicht besser. Ja, ich versuche jetzt noch ein bisschen klein. Werte Dame, was machen Sie denn hier? Besucht mich hier. Grab von Karadimon. Ja, passen Sie auf. Also Sie haben mir doch letztens diesen einen Zauber beigebracht, richtig? Ja, der war gut, oder? Ja, der war fantastisch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann davon nicht genug kriegen und wollte fragen, ob Sie Ihr Wissen nochmal mit mir teilen würden. Ich habe keinen besseren Lehrmeister als Sie gefunden. Die Kunst der Wassermagie ist schon fantastisch. Ja, natürlich teile ich noch weiter. Wonach strebt es Ihnen denn diesmal? Wollen Sie wieder Ihre Verbündeten unterstützen oder es Gegnern so richtig zeigen? Ich glaube, ich hätte diesmal gerne was, um es Gegnern so richtig zu zeigen. Okay. Die Frage ist ja, was wäre jetzt noch ein Zauber für Verbündete? Passen Sie auf. Ich kann Ihnen sowohl für Hilfe Verbündeten als auch für Schaden gegen Gegner Zaubersprüche aus 4 Kategorien anbieten. Wow. Bin ganz Zauber für Anfänger, Zauber für Novizen, Zauber für Adepten und richtig, richtig gefährliche Zauber für Meister. Natürlich kosten die dann entsprechend natürlich auch. Was ist denn so der Preis für so ein... So, welche Preiskategorien, wo befinden wir uns da bei den einzelnen? Also bei einem Zauber aus der Meisterstufe sind wir schon bei 10.000 Goldstücken. Bei der Adeptenstufe sind wir bei 7.000. Bei der Novizenstufe sind wir bei 3.000 und bei der Anfängerstufe sind wir bei 1.500. Ja gut, also ich muss ja ganz ehrlich gestehen, als Anfänger sehe ich mich jetzt eigentlich nicht mehr. Okay. Aber die anderen, das Ding ist, wir sind ja quasi auch schon sowas wie Freunde geworden jetzt hier in der Zeit. Ja. Und gibt's sowas wie Freundschaftsrabatt oder kann ich irgendwie... Teller waschen oder Rasen mähen oder so. Also ich weiß nicht, ich sage Ihnen was. Ich gebe Ihnen einen Rabatt auf eine Fähigkeit der Novizstufe für den Preis einer Anfängerstufe. Das heißt, eine Fähigkeit der Novizenstufe für 1500 Gold. Das ist doch fair, oder nicht? Das klingt sehr fair. Okay, dann jetzt die Frage. Wollen Sie einen Zauber haben, der Ihren Freunden hilft oder Ihren Gegnern schadet? Ja, was sagen meine Freunde denn dazu? Oh. Das musst du entscheiden. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe halt 3 Zauber, die ich auf euch wirken kann. Und nur einen, der effektiv Schaden macht. Ich kann ja mal sagen, was ich da so anbieten kann. Ja. Ich kann Ihnen zum Beispiel anbieten, Ihnen beizubringen, eine Eislanze auf einen Gegner zu werfen. Die macht natürlich Schaden, kühlt den Gegner aus und gefriert Wasser oder generell Flüssigkeitsoberflächen zu Eis. Dann habe ich eine Fähigkeit anzubieten, die Gegner von ihnen wegstößt, sie dabei nass macht, sodass sie anfällig sind gegenüber zum Beispiel Elektrozaubern und die natürlich auch Schaden verursacht. Dann habe ich eine kleinere Version der Eislanze, 3 kleine Eissplitter
auf drei unterschiedliche oder auch auf das gleiche Ziel schleudert und dabei Schaden macht, Gegner unterkühlt und Flächen gefriert, dann habe ich einen arktischen Blast anzubieten, der Wasserschaden verursacht. Und zwar, und das ist sehr interessant vielleicht, Grundschaden verursacht Wasserschaden und dann nochmal zusätzlichen Wasserschaden, der dann auf der Höhe eurer Rüstung basiert. Dann habe ich... was habe ich denn noch anzubieten? Sekunde mal eben. Genau. Ich habe noch einen Zauber anzubieten, den man Verbündete verzaubern kann, der dann magische Rüstung regeneriert und zusätzlich die magische Rüstung noch erhöht. Und dann habe ich noch die Fähigkeit anzubieten, ein, und das ist eine sehr coole Fähigkeit, ein Eiselementar zu beschwören, das mit ihm kämpft. Das oder die Eislanze? Haustiere! Aus. So, dann habe ich noch einen Winterblast, der auch Wasserschaden macht. Ich finde es so geil, wenn so ein alter Mann so englische Wörter verwendet, einfach in seinem Slang. Das ist so cool. Winterblast! Dann habe ich noch eine Fähigkeit, die ihr Schild einfriert und sie ist, könnten das dann werfen, aber ich glaube, das ist für sie nicht so relevant. Nee. Und dann habe ich noch einen Rückstoß, der Gegner wegstößt, Wasserschaden macht und Lost Footing applied. Wenn der Gegner schon Lost Footing hat, dann wird er umgestoßen. Das hört sich jetzt echt an wie so ein alter Mann, der da so irgendwelche Sachen liest mit seiner Lesebrille so, von denen er keine Ahnung hat, was das bedeutet. So. Also ich würde sagen, Eislanze oder Elementar ist geil, oder? Elementar, full on Haustier, natürlich. Also das Eiselementar beschwören, ja? Das würde ich gerne lernen. Okay. Dann bekomme ich einmal 1500 Gold, bitte. Das ist vor allem Utwin, so wie du es gerade erklärt hast, stell ich mir vor, wie er so auf so einem Tablet, was er gerade so von seinen Enkeln wieder fit gemacht bekommen hat, so da am Googlen ist. Und 2 Gold Trinkgeld. Ah, oh, das ist aber nett, da kann ich mir nicht wieder Fleisch leisten. So. Es sei gewährt. Und er streckt wieder seine Hand aus. Oh. Vielen Dank, Meister. Nice. Sehr gerne. Habt einen schönen Tag, ja? Donner, kannst du den mal beschwören? Ich will den sehen. Der sieht bestimmt cool aus. Wir sind in der Stadt. Nicht, dass das irgendwelches Aufsehen erregt. Freunde? Ja? Was denn? Dir fehlt dazu beschwören, oder was? Mhm. Oh Mann, mein Alter. Gott! Das wollte ich vorher noch fragen! Das wollte ich vorher noch fragen! Nächste Stufe, Freunde, nächste Stufe. Nein. Zu den Verbotenen? Ja, zum Start. Also stand da drin. Während des Spiels kann man das durchaus. Achso, während des Spiels kann man das. Also, Lizzie verliert jetzt einfach einen Hydrosophenpunkt und kriegt jetzt einfach einen Summoner. Nein, sie bekommt einfach einen Summoner dazu. Ist schon okay. Cool. Hilft der Gruppe. Also du kannst das jetzt anwenden. Donner, beschwör das doch mal hier. Ich will den mal sehen. Der ist bestimmt cool. Der ist bestimmt cool. Ja, Momentchen mal. Ich habe mein Skill wieder verloren. Das Buch. Oh. Okay. Wie sieht man nochmal seine Fähigkeiten? Mit welcher Taste? Ah. Nee, K wie Klostel. K. Ja, cool. Dann jetzt. Sag mal her, jetzt den. So. So. Zum Abschluss der Folge jetzt nochmal so ein Elementarsinn. Oh. Hallo! Der ist ja süß! Oh mein Gott! Der ist größer als ich. Stimmt, der ist wirklich größer als du. Wir brauchen einen Namen.
Oh, wie der also. Läuft, das ist so süß. Er heißt Pixie. Beste Freunde für immer. Aber warte, vielleicht. Und Donner rennt einfach weg. Beste Freunde für immer. Ach, vielleicht oh. Brauche ich. Oh! Du hast ihn totgetreten, Donner. Wie konntest du? Du hast Pixie gekillt. Du Monster. Ich werde jetzt den Hals aufschlitzen. Ja, mir. Ich weiß nicht, dieser Magister. Dieser Magister Schwertkämpfer da hinten in der Ecke vor allem. Ich habe jetzt einfach mal überhaupt nichts mehr. Der steht da garantiert nicht mehr da. Ich wette mit dir Safe Call, dass der da nicht stehen sollte. Der ist garantiert weg. Mich würde mal interessieren, was der das Eiselemental für Werte hat. Warte mal. War aber rechtsklicken, oder nicht? Stimmt, ich krieg gerade wieder Flashbacks an den ersten Aufstieg der Lehre. 73 Health, 24 Physical Armor, 16 Magical Armor. Wie, das Health kannst du auch sehen? Ja, also wenn ich da drüber hover. Weil es ist ja direkt rechts neben Lizzie. Also ich kann das Health von Lizzie auch sehen. Ja, links in der Leiste, ne? Ja. Ach so, da ist das mit drin dann, das Eiselement. Ja, also ich kann da jetzt nicht einfach rechtsklicken. Okay, nee, ist nur wichtig, dass du zum Beispiel von dem Magister Schwertkämpfer da jetzt nicht das Leben. Nee, das sehe ich nicht. Okay. Gut, ja. Vielleicht, Adenius, ja, gehst du jetzt auch mal schnell zu dem Aeromancer. Ich wollte mal auch kurz schauen. Ja, cool. Kriegst du auch noch eine coole Fähigkeit und dann können wir ja unterwegs. Na gut, wir sehen jetzt komplett pleite wieder dann, ne? Na gut. Mhm. Aber ist nicht schlimm, hat sich ja gelohnt. Oh, Entschuldigung. Okay, dann das guck ich mal rein. So. Ah, ist ja fast wie zu Hause ankommen. So oft, wie wir jetzt hier schon reingekommen sind. Grüße, Meister Eros. Lange nicht gesehen. Ja, willkommen. Was kann ich tun? Ihr meintet zu mir, ihr hättet noch einige Zauber da, die ihr mir lernen könntet. Natürlich gegen ein Entgelt, wie ihr meintet. Mhm. Ja, das ist richtig. Wir haben unser System umgestellt. Unsere Zauber sind jetzt in 4 Kategorien eingeteilt. Ah, ich glaube, davon habe ich schon gehört. Wie viel würde ich denn für die zweite Stufe bezahlen müssen? Für die zweite Stufe eigentlich 3000 Gold, aber es gibt einen, ich sag mal so, Neu-Erstkundenrabatt, genau, von 50%, also 1500. Okay, das hört sich doch gut an. Gut, das könnte ich mir sogar leisten. Dann würde ich gerne einen lernen. Und zwar am besten einen Zauber, der am besten so viel Schaden wie möglich macht. Der so viel Schaden wie möglich macht. Da muss ich mal kurz grübeln, was ich denn da... Also ich hätte einen Blitzschlag, der einen Blitz vom Himmel beschwört, feuchte Flächen elektrisiert und natürlich Gegnern Schaden zufügt. Mhm. Ansonsten hätte... Also Schadenszauber wollte ich. Ne? Dann hätte ich einen weiteren Donnerschlag, der zwischen mehreren Feinden hin und her springt und dabei natürlich Schaden verursacht und schockiert. Mhm. That's shocking. Dann hatte ich den Volt Assault, ich glaube, den kennen Sie schon, ne? Den hatten Sie schon mal vor. Den hatte ich mir schon mal kurzzeitig durch einen Gegenstand angeeignet, ja. Ja. Das sind so die Schadenszauber aus dieser Kategorie. Ich glaube, dieser Donnerschlag, der zwischen Feinden umherspringt, hört sich sehr interessant an. Den würde ich gerne lernen. Okay, dann macht das 1500 Gold. Gut. Hier, das passt schon. Ach, ich sehe gerade den Thunderbolt. Können Sie ja schon. Was? Das war der... Ach so, das war der Thunderbolt wahrscheinlich. Der, wo ich dann durch... Das war der, wo ich dann durch die Gegner durchspringe quasi. Ja, jump from one enemy to up to another. Ja, okay. Entschuldigung, dann können Sie den ja schon. Okay, dann nehme ich gerne den normalen Blitzschlag, den Sie zuerst erwähnt haben. Okay. Es sei gewährt. Ah, sehr schön. Der ist schön. Oh ja. Vor allem, der macht richtig ordentlich. Junge! Ich wollte jetzt nicht unbedingt hier schockieren. Ich habe dann außerdem. Ich wollte nur meine Leiste kurz. Entschuldigung. Tut mir leid. Das wird schon wieder. Vor allen Dingen, hast du die Kontakte-Fähigkeit von dem Blazing Bolt gelesen? Kontakte Fitting Enemy, die ist. So non-conductive. Wenn ich mit conductive, der ist R-Resistance. Oh. Das heißt, wenn jemand schon conductive ist und du triffst ihn, dann springt der von dem noch weiter, der Donnerschlag. Das ist nice.
Jetzt seid ihr ja ordentlich gebufft worden. Lisi hat ihr Pet. Der Mantel sieht so geil aus. Oh, wirklich? Aber wo hat er seine Augen? Er braucht keine. Den Elemental gab es ja, glaube ich, in jeder Elementarform, ne? Also in jeder... Ja, ja. Ich glaube, Donna ist erst zufrieden, wenn sie von jedem einen hat. Also so eine kleine Mini-Armee. Einfach Pokémon jetzt, ich sammle. Also es gibt auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich glaube, Fire Elemental hatten wir schon mal, ne? Feuer, Wasser, Eis, Erde soll es, glaube ich, geben, oder? Also Wasser gibt es nicht, es gibt nur das Eis-Elemental halt. Okay. Das ist der Wasserklasse. Kannst du ein bisschen Luft-Elemental wahrscheinlich auch geben, aber... Ja. Ja, weiß ich nicht. Ich guck gerade mal. Feuer und Erde dann, oder nicht? Also bei Erde gibt es ja die hungrige Blume. Und es gibt auch ein Erdelemental tatsächlich, ja, gibt's auch. Das gibt es, aber es gibt kein Luftelementar, wenn ich das richtig sehe. Das sieht anders aus. Nee, ein Luftelementar gibt es nicht und Feuer. Aber Feuer, meine ich, hätte doch schon mal dieser eine Typ dort benutzt, oder? Ja, doch, ja, Feuerelementar gibt es. Dann gibt es Eis, Feuer und Erdelementar. Aber es gibt ja noch andere Viecher zum Beschwören. Zum Beispiel eine Feuerschnecke oder... Irgendwann die Feuerschnecken erinnere ich mich. Irgendwie oder wie gesagt, die hungrige Blume gibt es noch dazu. Ja, das an die kann ich mich auch erinnern, ja. Ich kann das auch alles lernen, du. Weil ich habe auch eins auf Summoning. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob Tim zwei Beschwörer in der Gruppe haben will. Sonst eskaliert das. Ich hab auch mal kurz drüber nachgedacht, aber es reicht, wenn Donner welche Beschwörung hat, dann konzentriere ich mich voll auf Schadenszauber. Ja, finde ich. Ja. Also ich meine, es gibt einen Spell für mich, der was beschwören lässt, diese Puppe da. Ah, das, ja, das Aufziehspielzeug. Das Aufziehspielzeug, ja, ja. Ja gut, aber das ist kein, obwohl doch, das ist, glaube ich, tatsächlich wirklich ein Controllable Pad. Ja, da brauche ich auch ein Summoning, glaube ich. Brauche ich Summoning 1 für, wenn ich das machen kann. Oder? Er feuert Gauner Stufe 3. Ja, aber nicht. Ist the status of the summons to depend on cast level and summoning ability. Achso, ja. Nee, okay. Du brauchst kein Summoning, du brauchst nur Gauner Stufe 3. Na gut. Dann machen wir uns auf zum Dings. Wohin wollten wir nochmal? Ja, wir gucken jetzt mal auf die Karte, würde ich sagen. Leuchtturm, bevor wir zum aufbrechen. Leuchtturm. Zum Leuchtturm, genau. Aber. Das machen wir jetzt beim nächsten Mal dann, ja. Ja, ich würde gerade sagen, das ist jetzt gerade so ein neues Abenteuer, wäre perfekt fürs nächste Mal. Das ist genau perfekt fürs nächste Mal, genau, ja. Finde ich auch. Kann es ja hier einmal öffentlich schalten. Was meinst du? Die Karte. Ich würde sagen, wir gehen als nächstes zum Leuchtturm. Ja, genau. Ja. Das machen wir. Ja, und dann danken wir euch wieder recht herzlich fürs Zusehen. Wir hoffen, ihr hattet natürlich wieder viel Spaß an dieser Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe wieder vom Aufstieg der Lehre 2. Macht's gut, bleibt gesund und ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.